wollte ich denn jetzt machen? Sticks. Genau, Kohle wollte ich noch organisieren. Die haben wir hier natürlich nicht drin. Oh. Ein Obsidian haben wir. Na, wow. Hier haben wir noch Kohle. Zack. Haben wir noch mal ein paar Fackeln. Kohle packen wir wieder rein. Ja, komm. Was soll's. Eimer. Haben wir nicht. Eimer waren in der anderen Kiste. Ich glaube, hier hatten wir auch noch einen. Quatsch, hier. Genau, hier hatten wir noch Eimer. Dann können wir mal die Spitzhacke hier aufbrauchen. Und dann schauen wir mal. Da war ja nicht irgendwo. Gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, das war die Richtung hier. Oder, nee, Quatsch. Ma. Ach, Seth, wie ein Idiot. Stimmt, es lag genau in die Richtung. Das weiß ich doch. Eigentlich, genau. Und das Zuckerrohr. Ma. Wie ich dieses Lied hasse. So. Es lag auf jeden Fall in diese Richtung. Da haben wir uns... Wow, mega Ruckler. Genau, hier war der Lavasee. Jetzt haben wir den Eimer bei. So. Aber brauchen wir nicht mal unbedingt. Ja, komm. Obsidian ist ja schon vorhanden. Und der Plan war jetzt eigentlich, dass wir uns dann so ein Nether-Portal mal basteln. Und dann lassen wir das hier erstmal noch so offen. Weil wir haben jetzt eine neue Spitzhacke, dann können wir die alte natürlich aufbrauchen. Die werden wir sowieso nie reparieren. Brauchen wir hier gar nicht anfangen mit dem Messi-Chaos. So. Grabbeln wir hier das ganze Obsidian ab. Also nicht alles, sondern nur so ein bisschen. Ich überlege gerade, wie viel brauchten wir denn für so ein Nether-Portal? 6, 7, 8, 9, 10. 10 brauchen wir. Und das müssten wir ja hinkriegen. Also krabbeln wir uns hier 10 Obsidian ab. Vielleicht auch 11 oder 12. 6 haben wir jetzt. Also fehlen da noch ein paar. So. Ist mal ganz praktisch, dass wir hier eigentlich so alles in der Nähe haben. Wir haben eine riesen Höhle. Wir haben einen kleinen Lavasee. Wir haben das Meer. Bäume hatten wir mal direkt vor der Tür, jetzt nicht mehr so. Jetzt haben wir jetzt 9. Nein, das ist vielleicht nicht unbedingt. Den hier. Na los, mach Lack. Dauert mir jetzt zu lange. So. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay. Gut, müsste reichen. 10 kleine Kollegen hier. Unser Zuhause war hier. Und dann muss ich mal überlegen, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Hier müsste auch nochmal eine Treppe hin. So wie auf der Seite. Ja, es wird nicht so ganz klappen. Schade. Der Plan war eigentlich, dass ich das hier so reinbaue. Das wäre bestimmt awesome. Aber das wird nicht gehen. Also suchen wir uns ein anderes Örtchen. Machen wir vielleicht wieder ein bisschen so abseits vom Haus. Das wäre vielleicht das Beste. Dann haben wir nicht immer diese komischen Geräusche oder diese Geräuschkulisse vor der Nase. Hops, 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 hops. Na. Alter Schwede. Können immer wieder staunen hier. Haben wir eine riesengroße Spalte direkt vor der Tür. Auch geil. Guck mal, wir haben noch hier. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Wir haben das ja bis jetzt alles hier so, guck mal, hier ist mehr so Feld. Hundi. Wir können das ja hier so in die Wand reinbauen. Oder hier in die Wand. Genau. Perfekt. So.
Obsidian nehmen wir mal so. Kommt das nämlich so und so. Ich glaube, ein Feuerzeug haben wir ja auch noch gar nicht. So. Und so. Dann brauchen wir nur noch ein Feuerzeug und dann ist das alles schick. Ja doch, machen wir hier noch Erde hin, damit das nicht ganz so komisch aussieht. Dann organisieren wir uns jetzt noch schnell ein Feuerzeug. Für Feuerzeug brauchen wir einmal den Kollegen hier und das Eisen, was wir da in die Kiste reingefeuert haben. Nein doch, hier. So. Und jetzt kommt's. Ah, gleich richtig. Sehr schön. So, den Eimer, dann können wir den wieder da reinhauen. Den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Die Spitzhacke lassen wir mal auch hier. Pflasterstein, ja komm, nehmen wir mit. Das Ei. Hauen wir da hin. Was nehmen wir denn noch mit? Was zu essen haben wir? Feuerzeug haben wir. Cool, kam aus einem Eimer ebenso vier Hühner. Hammer. Zack, dann haben wir hier unser Portalchen. Das Feuerzeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir unsere Eisenspitzhacke eigentlich hier lassen. Ich meine, wenn wir drauf gehen, dann ist nicht gleich alles weg. Aber hier haben wir Glück drauf. Das würde ganz gut sein, wenn wir so... Das können wir auch hier lassen. Bogen, was sagt die Rüstung? Die Rüstung sagt, lass es lieber. Ich weiß nicht, sollen wir uns nochmal eine neue Rüstung machen? Zumindest einen Helm und einen Stiefel? Nö. Komm, wir riskieren das einfach mal. Und dann, ich habe sowieso irgendwas vergessen. So, Sekunde. So. Monster machen wir natürlich an, sonst wird das ja zu öde im Nether. Los. Wir müssen noch tiefer. So. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel Netherquarz. Und aus Netherquarz kann man ein wunderschönes Steinchen basteln. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe auch ehrlich gesagt, das ist das erste Mal, dass ich Netherquarz so abbaue. Ich habe ja vorher immer nur im Kreativmodus den ganzen Kram hier rausgesucht. Das Problem ist immer, dass man aus Netherquarz... Man braucht zu viel davon. Ich wollte nämlich am liebsten eigentlich auch ein Haus aus Netherquarz bauen, aber das wäre noch ressourcenaufwendiger geworden als mit dem Holz, weil Holz ist ja wenigstens ein nachwachsender Rohstoff. Ganz im Gegensatz zu dem Netherquarz. Wenn der weg ist, dann ist der weg. Ja komm, nehmen wir mal den hier. So. Und ich hoffe ja wirklich, dass wir hier lebend rauskommen. Wieder. Ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist. Zumindest alle, die so immer ganz brav meine Folgen mitverfolgen. Ach so, was ich mal noch machen sollte, bevor wir hier für ewig feststecken. Guck mal hier auch. Koordinaten. 65, 776. Okay. Sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Vielleicht sollten wir mal hier noch nebenbei was essen. So einen schönen Chicken Wing. Okay, jetzt ist es ja wirklich gebratenes Hähnchen. Jetzt ist es gar nicht mehr so ein Chicken Wing. Bin ja enttäuscht. So. Aber irgendwie gibt es jetzt auch mehr von diesem Netherquarz. Also. Bin ja positiv überrascht. Vielleicht besteht ja Hoffnung, dann werden wir mal sehen, wie viel wir da rauskriegen. Ich habe bis jetzt noch keinen Glowstone gesehen.
Das finde ich nicht so geil. Die Schweineviecher hier, Schweine-Zombies, Zombie-Schweine, na die Viecher halt, die lassen uns ja erstmal in Ruhe, solange wir die nicht angreifen. Schwierig wird es natürlich erst, wenn wir hier so eine Lohe oder so ein Gast haben. Weil die mobben uns ja immer ganz doll. So. Und die geben auch ganz schön viel EP, muss ich mal sagen. Wir sind schon wieder Level 15. Ich glaube, als wir losgegangen sind, waren wir Level 3 oder so. Können wir ja schön nochmal was verzaubern, wenn wir wieder zurück sind. Oh. Das war ein bisschen zu tief. Und da ist auch direkt eine Festung. Na, sehr schön. Da ist eine Lohe. Zombie-Viecher. Aber kein Glowstone. Warum denn nicht? Oder bin ich blind? Da hinten ist Glowstone. Uiuiuiui. Und ihr wisst, je näher wir an so einen Lavasee kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier so ein Gast auftaucht. Lohen halten sich ja zum Glück nur in der Nähe von Festungen auf. Aber diese Gastviecher, die sind ja nun überall. So. Natürlich wäre es hier besser, wenn wir so eine Behutsamkeitsspitzhacke hätten. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Obwohl Glück jetzt eigentlich ganz praktisch ist. Kann man ja nicht meckern. Dann bauen wir uns hier wieder runter. So, sammeln wir den Krempel hier noch ein. Naja, 44 Stück für so ein bisschen. Machen wir das Ganze hier auch. Ich würde sagen, wir bauen hier vorher mal die Lava zu. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt schlau, was ich hier vorhabe. So. Oh, ich sollte mal die Leertaste loslassen. Ich glaube, wir müssen näher ran. Hä? Ach so, da. So. Ach Quatsch, hätten wir ja gar nicht wegbauen brauchen. Jetzt haben wir gar keine mehr. Jetzt müssen wir mit Erde weitermachen, das heißt. Halb so wild. Können ja hier bauen. Wie die Irren. So, jetzt ist da unten nämlich auch die Lava weg. Das heißt, unser Glowstone läuft nicht unbedingt Gefahr, gleich gebraten zu werden. Weil wir wollen ja davon noch ein bisschen länger was haben. Und bis jetzt ist es noch ziemlich ruhig. Also ich habe jetzt noch keinen Gast oder so gesehen. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe mal, es bleibt so. Ich denke mal, wenn wir das hier abgebaut haben, dann werden wir uns auch gleich wieder auf den Rückweg machen, weil das ist mir zu heiß hier. Oh oh. Ich hab's doch schon gehört. Hm. Ich hör's doch. Hilfe. Wir sollten uns beeilen. Aber noch sehe ich nichts. So, schnell abbauen hier alles. Und dann ganz schnell runter hier. Und da ist direkt die Festung. Sammeln wir hier alles ein, nehmen alles mit. So. Nehmen wir die Erde noch mit, die ist ja wichtig. Man hat ja so wenig davon. Und jetzt muss ich überlegen, wo ging es denn jetzt hier zurück?
Genau da in die Richtung, glaube ich. Jetzt muss ich wieder gucken, dass wir nicht wieder in so ein Loch reinfallen. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt die richtige Richtung war, aber ich denke ja schon fast nicht. Verdammt, hier war die Festung. Da wollte ich nicht hin. Hä? Doch, das war die richtige Richtung. Oh Gott. Spiel mit dem Feuer. Ja, das war wirklich ein Spiel mit dem Feuer gerade. So, packen wir uns mal die Steaks hier hin. So, da hinten ist es doch... Ach, wir sind direkt an der Festung vorbei. Okay. Da hinten sehe ich auf jeden Fall unser Portal. Dann kommen wir hier die... Naja, okay, das bringt es jetzt nicht so wirklich. Da an der Kante. Aber den Nether-Quarz, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber den Gast, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Nur gehört. Ich höre ihn die ganze Zeit, also. Da ist er. Na komm her. Los. Komm her, du Mistvieh. Oh, ich habe getroffen. Hammer. So gefällt mir das. Können wir hier weiter alles in Ruhe zu Ende einsammeln. Der Gast ist erledigt. Mit einem Schuss bin ich ja, zufrieden. Mal den Pilz hier können wir noch mitnehmen. Wenn wir da rankommen. So, ist hier noch mehr. Ich glaube, ich höre da irgendwo noch einen Gast. Ja, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ganz praktisch. Dann gucken wir uns in einer der nächsten Folgen oder Aufnahmen auf jeden Fall mal die Festung an. Also jetzt nicht unbedingt die nächste Aufnahme. So, wir sind zu Hause. Ich mache die Monster jetzt wieder aus. Puh. Ich ja. Aber haben wir einen super Beutezug gemacht hier. Schaut mal. Zack, haben wir hier Glowstone ohne Ende. Naja, was heißt ohne Ende? Nicht mal ein Stack. Wie war das jetzt mit denen hier? Musste man das so machen? Genau. Und dann bekommt man hier so einen wunderschönen Quarzblock. So. Und so. Ja. Und das war's. 48 Quarzblöcke und 51 Glowstone. Das ist doch schon mal ein Traum. Ein Traum. So, jetzt können wir hier alles dann einsortieren. Lohnroute, den Pilz hauen wir da noch rein. Pflasterstein kann er natürlich wieder in den Ofen. Und dann muss ich mal kurz